Der Finger, um den wir uns als nächstes kümmern wollen, ist unser Zeigefinger. Nur mal ein kleiner Tipp, du kannst dir einfach mal deine Hände anschauen. Häufig siehst du an deinen Fingern schon, welcher besonders bedürftig ist. Und wenn nicht, dann kannst du einfach mal deine Hand auf ein Blatt Papier legen und die Finger nachzeichnen. Spätestens dann wird dir auffallen, welche Finger besonders viel Aufmerksamkeit brauchen. Also das einfach nur unabhängig dazu, dass du ja jeden Tag deine Finger in Zukunft hoffentlich strömen wirst. Ja, zum Zeigefinger gehören nun die inneren Organe Niere und Blase und die Emotion Angst. Das kann man ganz gut an dem Spruch eben erkennen, ich mache mir vor Angst in die Hose. Es ist ja nicht so, dass nur im Osten die Zusammenhänge erkannt wurden, sondern ganz, ganz viel findet man auch in unserem Sprachgebrauch wieder. Letztes Mal haben wir den Daumen besprochen. Babys nuckeln am Daumen, um sich zu beruhigen. Also auch wir hier kennen die Zusammenhänge und wenn du dich strömst, dann werden dir all diese Dinge eben immer und immer klarer werden. Und deshalb sagen wir auch, dass Yin Shin Jutsu eben ein Wiedererkennen des alten Menschheitswissens ist, was wir alle in uns tragen. Du lernst keine neue Heilkunst, sondern du entdeckst etwas, was du schon in dir trägst, wieder. Angst ist in erster Linie ein gesundes und auch ein lebensnotwendiges Gefühl, das uns vor Gefahren schützt. Also das heißt, wenn du abends auf dem Sofa sitzt, gemütlich vom Fernseher und du nimmst plötzlich Brandgeruch wahr, dann tust du gut daran, mal aufzustehen und zu gucken, ob es wirklich irgendwo brennt und wenn ja, das Haus zu verlassen. Angst schützt uns eben davor, dass wir nicht unbedarft auf dem Sofa sitzen bleiben und warten, bis uns das brennende Haus über dem Kopf zusammenstürzt. Angst aktiviert nämlich den sogenannten Fight-or-Flight-Mechanismus. Wir werden in die Situation versetzt, dass wir entweder kämpfen oder fliehen können, so wie der Steinzeitmensch das halt vor ewigen Zeiten ständig mustern. Er musste sich permanent entscheiden, macht es Sinn zu kämpfen oder renne ich besser weg. Das heißt, in erster Linie ist Angst etwas Positives und sichert unser Überleben. Erst dann, wenn wir ständig unter Angst leiden, wenn wir eventuell ein Ungleichgewicht in der Nieren- und Blasenenergie haben, dann kann ein normales Leben fast unmöglich werden. Und das nicht nur für uns, sondern auch für unsere Tiere. Ich erlebe das ganz oft bei Tierbesitzern, dass sie sich ganz fürchterlich ängstigen, ja, dass sie sich kaum noch trauen, ihrem Hund mal einen Knochen zu geben, weil sie eben Angst haben, er könnte ersticken. Das geht sogar so weit, dass manche Tierbesitzer nur noch im Schutz der Dunkelheit mit ihren Tieren rausgehen, weil sie sich nicht trauen, am helllichten Tag mit ihnen in Gassi zu gehen. Aus der Angst heraus, sie könnten irgendjemandem begegnen, der ihrem Liebling etwas Gutes, etwas Böses tut. Also das heißt, Angst kann sich verselbstständigen und dann macht sie krank, dann ist sie nicht mehr dazu da, um eben unser Leben, unser Überleben sicherzustellen, sondern sie versetzt uns in einen Zustand ständiger Bedrohung. Manche Menschen sind dadurch kaum noch in der Lage, ihren alltäglichen Pflichten nachzukommen. Sie können kein normales Leben mehr führen. Und was jetzt unsere Haustiere angeht und das Thema Angst, man muss einfach unterscheiden zwischen Pferd, das ist ein Fluchttier, und Hund und Katze, die ja Beutegreifer sind. Also, dass ein Pferd natürlich immer Angst haben wird, das ist einfach von der Natur so gemacht. Auch beim Pferd gibt es natürlich entspanntere Typen und es gibt ängstlichere, wie es das in jeder Spezies gibt. Aber grundsätzlich ist die Angst ein ständiger Begleiter des Pferdes. Und man sagt ja auch, mir sitzt die Angst im Nacken. Und dann kommen halt wir als Reiter noch dazu, die dem Pferd eben sprichwörtlich im Nacken sitzen. Und wenn wir auch ängstlich sind, dann überträgt sich unsere Angst auf das Pferd. Und
Ja, die Folgen sind gar nicht auszudenken. Bei Hund und Katze ist das ein wenig anders. Wie ich gerade gesagt habe, es sind Beutegreifer. Da sind es eher die anderen Tiere, Mäuse, Eidechsen, Vögel, die vor ihnen Angst haben. Aber natürlich können auch Hunde und Katzen ängstlich werden. Sowohl bei uns Menschen als auch beim Tier kann das einmal dadurch kommen, dass wir ein Ungleichgewicht in der Nierenblasenenergie haben. Frauen zum Beispiel leiden ja sehr häufig unter Blasenentzündungen. Und wenn solche Blasenentzündungen immer und immer wiederkehrend sind, dann kommt irgendwann auch die Angst dazu. Umgekehrt kann natürlich auch ständige Angst eben Niere und Blase wiederum schwächen. Es geht immer einmal in die eine Richtung und auch einmal in die andere Richtung. Angst wirkt sich aber nicht nur auf die Ausscheidungsorgane aus, sondern kann auch zu Blutdruckstörungen, ständigen Frieren, Projekten mit den Ohren, den Knochen, den Haaren gehören, denn all diese Gewebe sind beim Yinshin Jutsu ebenso wie in der traditionellen chinesischen Medizin Niere und Blase zugeordnet. Ja, aber da erfährst du dann in meinen anderen Kursen mehr zu. So, merken kannst du dir den Zeigefinger als Zahnarztfinger. Viele Kursteilnehmer erzählen mir, dass sie ganz intuitiv immer schon, wenn sie zum Zahnarzt mussten, sich den Zeigefinger geströmt haben. Das habe ich damit gemeint, dass wir dieses Wissen eben alle in uns tragen und plötzlich verstehen wir die Zusammenhänge. Wir verstehen plötzlich, warum wir uns in manchen Situationen so und nicht anders verhalten. Und ja, ich kann dir nur ans Herz legen, probier es aus. Wenn du unter Ängsten leidest, dann ström dir in erster Linie den Zeigefinger und ansonsten schenk einfach all deinen Fingern gleich viel Aufmerksamkeit. Viel Spaß beim Strömen!